Yo, liebe Malonzo-Gang, heute reagieren wir auf Julius Kinski Sketch History. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr wieder am Start seid. Ja, lasst gerne kostenlos ein Abo da, gerne einen Daumen nach oben. Vielen, vielen lieben Dank für euren kranken Support. Danke für den geilen Stream. Und Böse Onkels Reaktionen werden auch wieder kommen. Oder andere, werden wir mal schauen. Die anderen Bands werde ich mir natürlich auch privat geben und dann auch mal eine Reaktion dazu machen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Willst du jetzt noch meinen Posten übernehmen, Brutus? Nein, mein Cäsar, natürlich nicht. Ja, also dann nervt doch nicht mit eurem Scheiß. Der Typ ist so genial, ne? Der Schauspieler, der das nachmacht. Mein Cäsar, Alesia ist gefallen. Gallien ist unser. Allein schon, wie er so, wie so angepisst ist. Was willst du von mir so von wegen, ne? Richtig geil. Was soll das? Was soll ich damit anfangen? Ich verstehe diese schwachsinnige Bemerkung überhaupt nicht. Die Schlacht. Wir waren siegreich. Ihr wolltet informiert werden, sobald es... Ja, natürlich wollte ich informiert werden. Ist mein gutes Recht als Feldherr, oder nicht? Oder willst du jetzt auch noch meinen Posten übernehmen, Brutus? Nein, mein Cäsar, natürlich nicht. Ja, also dann nervt doch nicht mit eurem Scheiß! Ich arbeite hier, stört mich! Das... Geht das in eure blöden Schädel nicht rein? Tut mir sehr leid, ich wollte... Ich wollte! Du müsstest dich mal selbst hören, du dumme Sau, du! Was interessiert mich denn dein blödes Gallien? Ja, aber Gallien... Was interessiert mich denn dein blödes Gallien? Richtig geil. Also, wirklich, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das fühlt. Also wirklich, genialer geht's nicht. Gallien ist ein strategisch wichtiger... Da leck mich doch am Arsch, Mensch! Ihr kommt hier an, ihr Schissen, mit euren römischen Scheißvisagen und redet und keine Sau weiß, was ihr eigentlich von mir wollt. Das könnte ich sein. Was wollt ihr? Wir wollten euch eigentlich nur vom glücklichen Ausgang... Ich hau dir deinen glücklichen Ausgang in deine Scheißfresse, du konformer Arsch, du. Diesmal schlage ich in die Fresse, da kannst du dich drauf verlassen, du, wenn du zu frech wirst. Ihr benehmt euch so plump und so blöd. Dabei müsstet ihr eigentlich wissen, dass man mich ganz leicht behandeln kann. Egal. Aber okay, der echte Klaus Kinski, der war wirklich so. Das ist ja nur ein Schauspieler, nachgestellt. Aber der echte war halt wirklich so. Ne? Das ist schon krass. Wenn man nur vorsichtig mit mir umgeht. Aber das geht in eure blöden Schädel ja nicht rein. Entschuldigt, mein Cäsar, aber eigentlich wollte euer Ziehsohn Brutus euch nur den siegreichen Lorbeerkranz aufsetzen. Ja, Mensch, dann sag das doch. Ja, mach. Oh. Mensch. Es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Kranz. Hättest du es erst mal früh gesagt, komm, ne? Komm, setz ihn mir auf, Brutus. Komm, hab keine Angst. Der sieht aber wirklich cool aus. Gold. Au! Pass doch auf, du Arschloch! Du hast mich gepiekt, du Drecksau! Ich hau dir deinen beschissenen Lorbeerkranz in deine blöde Fresse. Ich würde auch so schauen. Du dumme Römer-Sau, du! Hier und da und nochmal so! Und jetzt lasst mich allein. Ich muss nachdenken. Und bringt mir Wein und Huren. Mir reicht's jetzt. Brutus nicht. Irgendwann, das verspreche ich euch, irgendwann ist er dran. Später, Brutus, später. Raus, hab ich gesagt! Alle raus! Auch du, Brutus! Raus! Digga! Und Brutus! Ich find's so genial! Ich liebe dich, du Arschloch! Natürlich können sie mich alles fragen. Ich meine, es gibt gar keine blöden Fragen. Also ohne Witz, genialer geht's ja nicht. Nur blöde Antwort. Läuft denn die Kamera schon? Ihr Mensch, dann sagen Sie doch was. Was ist denn das hier für ein Scheiß? Sie blödes Arschloch! Es ist überhaupt der Moment gekommen, dass ich dir in die Fresse haue, du dumme Sau, du! Und diese Rattenpisse! Ihr könnt ja selber saufen, Bande von Idioten! Genial, Leute! Ohne Witz, das könnte ich mir jeden Tag geben. Klepp! Genial! Eure Meinung in die Kommentare, ey! Ja, Leute, das war die Reaktion auf Sketch History. Wir haben das ja schon mal gemacht. Falls ihr das Video euch anschauen wollt, einfach hier oben klicken beim i. Dort habe ich es verlinkt. Abonniert gerne kostenlos den Kanal. Für die 500 Abonnenten, ihr würdet mich mega unterstützen. Und vielleicht habt ihr noch ein paar Sketch History Folgen, die ich mir anschauen soll. Schreibt sie gerne in die Kommentare oder andere Vorschläge.
Vielen lieben Dank für euren Support und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Reaction-Video wieder. Habt jetzt noch einen positiven Tag.